Ich habe nämlich gesehen, irgendwo war nämlich so ein Automat. Da muss ich nämlich gleich nochmal schauen. Vor allem können wir ja die jetzt hier alle nacheinander noch geben. Wir hatten gesagt, dass hier wir verhandeln. Ich will auch nicht verhandeln. Der tanzt bestimmt nicht mehr. So, Leiche erforscht. Sehr schön. Oh, noch irgendwo was? Da nicht, da nicht. Ich kann auch noch looten. So, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Da kommt noch was. Und noch mehr. Da geht's lang. Ich geh mal hier lang. Ah, hier. Ach, hier ist es. Das habe ich gesehen. Das Gather's Garn. Gatherers, glaube ich, hieß es, ne? Ja, Gatherers Garn. Das war das. Läuft da noch irgendwo hier rum? Oh. Wo ist er denn? Muss irgendwo oben sein. Ach, da ist er. Gut, haben wir gleich. Der hat sich unter den Tisch gesoffen. Was haben wir hier? Heimwerker, wenn deine Sicherheitsfreunde eine Kugel, die für dich bestimmt war, abfangen, kannst du sie mit etwas Eve wieder in Topform bringen. Aha, brauche ich eher nicht so. Ja, Mr. Tonband, Mom hat ein neues Sicherungssystem, damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde, oder? Jedenfalls, Amir hat ein ganzes Buch über die Oberfläche. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. Ja, genau, Mr. Tonband. Wenn du es wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser. Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück. Genau, komm mal wieder her, ja. Dafür kriegst du einen Satz heiße Ohren. Schön. So. Oh, hier haben wir noch was. Das nehmen wir auf. Das könnte man. Ah, ich vergesse immer was. So, jetzt. Ah, es ist mal ein Verbandskasten. Eine Eve-Spritze, noch eine Eve-Spritze. Und hier hinten leider nicht mehr. Mhm. Tote Leiche. Die könnten wir filmen? Nein. Jetzt haben wir noch ein bisschen. Kleingeld, das können wir hacken, das ist kein Problem. Ansonsten hätten wir das Ding einfach einen Stromschock verpasst. Hey, Sicherheitstür ist jetzt offen. Deswegen, das ging bloß von innen, nicht von außen. Komm, mach auf. Wo war jetzt das Teil? Ich hab's vergessen. Links dran, ne? Oh. Oh Gott, Big Daddy schon wieder. Das wird äußerst unschön. Guck, So eine Niete tut echt weh. Nehme ich mal an. Habe ich gehört. So, wir haben dann. Es gefunden. Bitteschön. Ruhe.
Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Ich verstehe die Logik denn da irgendwie gerade nicht so wirklich, aber okay. Schmeckling, ha! Selbst das Mädchen hier stärker als du! Schmutzige Haare. Ich hab vor, was du das Feuer... Sexy gehört zu mir! Hörst du mich verstanden? Warum auch nicht? Denk das nur weiter! Rückenschuss. Er ist fertig! Ihre Augen. Das ertrage ich nicht. Wo bist du? Mein Süßer! Oh, das sind Rückenschmerzen. Das kann ich mir schon richtig vorstellen. Mann, bin ich gut. Oh Gott. Komm, Daddy. Ich musste die zum Schweigen bringen. Alle mussten die zum Schweigen bringen. Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Ist das dein Ernst? Ich hab vor denen gestanden, hab den Abzug gedrückt und der ist nicht gestorben mit dem Schuss. Hallo? Mann, ist gut. Ich hoffe, die geben mir ein bisschen Schrot mit mir wieder hier. Aber ich kann eigentlich die gleich mal identifizieren, so ein bisschen. Bloß nicht so viele. Na gut, die meisten sind ja auch verschwunden. Vielleicht haben sie es extra deswegen so gemacht, dass du die Forschungsergebnisse halt nicht so leicht bekommst, sondern nur noch eine Little Sister. Boah, was ist denn hier los? Da oben irgendwo. Ach, der macht das gleiche wie ich wahrscheinlich gerade. So, wir haben... Ich mache jetzt mal einfach was. Zack. Auto-Hackfeier. Mini-Geschütz. Ja, GG. Egal, hacken. Weil das haben wir nämlich noch nicht. Und da gibt es nämlich wieder was Gutes draus. Gratis Munition. Braucht man das? Bohrer-Treibstoff eher nicht so. Ein Hackpfeil nehme ich gerne mit. Ein Mini-Geschütz lassen wir noch. Antipersonenkugeln haben wir mehr als genug voll. Davon hätte ich gerne ein bisschen was. Fallnieten. So, da haben wir noch Schrot. Gut, da stehen wir jetzt eigentlich wieder ganz gut da, soweit. Muss mal bloß noch das Mädchen wieder abgeben, aber diesmal retten. Danke. Gern geschehen. 670 Atom, mal gucken, was wir damit anstellen können. Schauen wir mal rein. Gesundheitsupgrade, das wäre eine Idee. Das nehmen wir gern einmal. Habe ich das jetzt schon gedrückt oder nicht? Egal. Winterblast. Friere deine Gegner ein. Zerschlage 7000 Stücke. Winterblast 2. Zyklonfalle. Erschaffe Fallen, die Splatter in die Höhe wirbeln. Und sie Gegner unten schwer verletzen. Insektenschwarm, Köder, Telekinese. Was ist ein Eve-Schoner? Plasmide verbrauchen weniger Eve, ne? Das ist auch nicht schlecht. Körperpanzerung verringert alle physischen Schäden. Alter, was es hier alles gibt? Wandelndes Inferno, du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst viel mehr Schaden zu, wenn du Feuer verwendest. Sicherheitskameras und Geschütze brauchen länger, um dich zu erspähen. Kann mehr Verbandskisten tragen. Headhunter. Bewirken größeren Schaden. Ich tue dir ja so schon One-Shot mit dem Schuss.
Easy Hack, das wäre was für mich. Was haben wir noch? Abfackeln 2 haben wir noch. Scout. Was war ein Scout? Unsichtbar. Okay. Plasmid-Slot wäre nicht schlecht. Hypnotisieren Sie Ihre Gegner. Viel Spaß, wenn Sie sich gegenseitig bekämpfen. GG. Das ist natürlich geil. Ich kann jetzt mich theoretisch ein bisschen voll ausrüsten mit Plasmin, ne? Ah. Okay, ich habe schon gedacht, ich kann jetzt volle Kanne drauf zugreifen. Aber nein. Gucken, wie weit. Ah, jetzt ist es weg. Alles klar, sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt noch 250 Eve. Wir tun ein Gesundheitsupgrade kaufen. Erhöhe dein Maximum an Eve. Einmal reicht. So, Scout. Ermöglicht es dir, als unsichtbarer Plasmide schwenkender Scout umherzugehen. Okay. Hypnotisieren 2, aufladen und Splicer rekrutieren. Naja, eigentlich eher nicht so. Nicht so wirklich meins, wollte ich damit sagen. Was haben wir noch? Eve-Schoner könnten wir auch noch nehmen. Und eine Körperpanzerung auf jeden Fall. So. Bewegt sich etwas langsamer. Bisher hat man keine Probleme mit dem Hacken. Bohrerschleicher dämpft deine Schritte und erhöht bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Melee-Attacken, insbesondere durch den Bohrerschwung. Elektrohaut. Easy Hack. Hier würde ich ganz gerne die Heckner. Naja, nee, lass mal sein. So, und jetzt gucke ich erstmal hier, was ich hier überhaupt alles drin habe. Ja gut, hier ist halt nichts weiter drin. Ich habe aber auf jeden Fall 2 Dinger frei, dass das zumindest passt. So, und wie sieht's hier aus? Hier haben wir auch alles leer. Ja gut, dann bin ich erstmal voll ausgerüstet. Ach, das war das mit dem Hypnotisieren. Okay. Gehen wir weiter. Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Ich mache ja auch meine Aktien! Scheiße! So. Jetzt stehst du auch voll unter Strom. Was haben wir denn hier? Mit Sicherheitskommando übernimmst du die Kontrolle über die Sicherheitselemente von Rapture. Die feindlichen Sicherheit und deine eigenen Bots werden dem hüpfenden blauen Ball folgen und ihn angreifen. Huch, da ist jetzt mein Kärtchen runtergefallen. So, okay. Ja, nicht schlecht. Schauen wir mal. Tricks
Schalten Sie Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. Auf Missionen. Komm noch. Da mal die Links, sehr schön. Und wofür das alles? Für nichts! Sind wir schon fertig? Hier stimmt doch was nicht. Das war's? Oh, sorry. Eine Fleischhunde. Zwei Schwerenieten kann ich leider nicht brauchen, schade aber auch. Weil Leichner forscht, ihn ist noch da drüben. Jetzt. Haben wir hier unten noch irgendwie was rumzuliegen? Das sieht nicht danach aus. Gut. So, dann nehmen wir mal hier für das Ding jetzt einfach mal ein Auto-Hack-Pfeil. Wir haben ja mehr als genug, weil oben habe ich gerade gesehen, nicht meiner. Wie? Es gibt keine Muni. Oder Verbands. Das kann nicht sein. Ich habe dafür jetzt echt nichts gekriegt. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Schon fast doof gelaufen, kann man sagen. Genbank, das war das mit den Tauschen. Genau. So. Ah, hier haben wir noch ein Audiophon. Daniel. Wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. In Dr. Lamp liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl deiner Firma ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Ja, Mr. Tonband, Mom hat ein neues Sicherungssystem, damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Ich sag nicht schon. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde, oder? Jedenfalls, Amir hat ein ganzes Buch über die Oberfläche. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. Ja, genau, Mr. Tonband. Wenn du es wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser. Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück. Das wollte ich eigentlich nicht. Soll das dein Ernst sein? Headshot. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremder. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Rohrpost. Aber nichts Dr. Lamb sagen, ja? Rohrpost? Wo? Rohrpost ist natürlich sehr geil. Das könnten wir wirklich gerade ein bisschen gebrauchen. So ist es nämlich nicht. Ach, hier. Mal hier. Zweimal Auto-Hack-Fire, 30 an die Person und Phosphatschrot. Nee, Phosphor. Wie komme ich auf Phosphat? Wahrscheinlich bin ich das. Ach du Kacke. Vielleicht bin ich das an meinen Arbeitsplatz gewöhnt. Beere, ja, ob das so geil ist, ich weiß ja nicht. Wofür sind die Speere überhaupt gut? Also bisher muss ich sagen,
drin war. Was waren jetzt was? Hypnotisieren Sicherheitskommando, also das hier. Gegenseitig umgebracht schon. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Dann sollten wir da vielleicht hingehen.